Also Kamera läuft schon, ich halte das so fest. Na, normal stecken wir das hier so an und dann wäre es etwas einfacher. Aber ich habe nur mit einem Gesprächspartner gerechnet, nicht mit mehreren. Das Deswegen machen ist wir das nicht groß. ja, hervorragend. Deswegen machen wir das dann so. Dann würde ich sagen, ja, hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wollte euch ja ein Update geben, was mit den Computern passiert, die ihr gespendet habt. Hier sind die ersten drei, die wir übergeben. Ich war ein bisschen überrascht, wohin ich sie übergebe, aber der Sinn, der wird sich sicherlich gleich erschließen. Von der Vorgehensweise, ich habe die Stadt angeschrieben und die Stadt war dann so lieb und hat mir diesen Kontakt hier übermittelt. Und jetzt kommen wir zu Ihnen. Was machen Sie eigentlich? Ja, hallo, mein Name ist Linda Schramm. Ich arbeite für das HISPI, das heißt Hilfe bei der sprachlichen Integration. Und ich sag mal, im normalen Leben, in Anführungszeichen, finden hier in den Räumlichkeiten, wo wir gerade sind, Deutschkurse statt. Die werden abgehalten von Bürgerinnen der Stadt Düsseldorf, die auf ehrenamtlicher Basis Unterricht erteilen an Geflüchtete und Migranten, die keinen Zugang zum Sprachkurs haben aufgrund ihres Status oder auch weil sie sich keinen Kurs leisten können. Das ist sozusagen unsere Basis hier. Und jetzt im Rahmen der Sachspenden-Sammelstelle ist die Stadt auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir diese Sammelstelle organisieren können und leiten können. Und da ist der Zweig HISPI for You entstanden. Und das You steht in diesem Fall für Ukraine. Und wir betreiben also im Kaufhof, im ehemaligen Kaufhof am Wehrhahn auf der zweiten Etage diese Sammelstelle, wo Spenden ausgegeben werden, wie Kleidung, Lebensmittel, Hygieneartikel, Schulbedarf und so weiter. Und für diese Menschen und für diese Gruppe sollen eben auch diese Spenden sein, weil die sind ja geflüchtet und hatten nicht viel dabei, oft nur einen Rucksack, wo nicht viel drin war. Es haben natürlich viele ein Handy, aber ein Laptop, wo man dann jetzt auch mal den nächsten Schritt gehen kann, im Internet surfen kann, vielleicht mal eine Bewerbung schreiben kann oder auch vielleicht Kontakt mit der Familie aufnehmen kann. Das ist ein wichtiges Tool und mittlerweile ist es ja auch so, dass sich schon einige mit Bewerbungen auch an Frau Fernandes gewandt haben, da zu unterstützen oder etwas vorzubereiten. Und wenn man da natürlich weiter in die Selbstständigkeit kommt, wenn man das auch mal dann da machen kann, wo man wohnt, ist natürlich super. Und unsere Idee ist jetzt, dass wir die Geräte sind ja bereinigt. Vielen Dank nochmal dafür. Also sofort einsatzbereit. Das ist für uns natürlich auch ganz wichtig, dass wir nicht überlegen müssen, ist da noch irgendwie was zu tun oder zu machen. Und dass wir jetzt in der Helfergruppe oder eben auch in der Gruppe, die ihre Bedarfe da deckt, schauen, für wen macht das Sinn. Wir haben ja mit einigen Kontakt, auch hier im HISPI. Es gibt eine Gruppe, die hier Deutsch lernt. Dass wir die wirklich gezielt an diejenigen abgeben, wo wir sagen, so da wissen wir, da macht es jetzt Sinn und da ist es auch in Gebrauch. Das war ja im Grunde genommen auch meine Idee. Dazu hatte ich ja aufgerufen, weil ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass zwar heute ein Handy wirklich ein super Ersatz ist für vielerlei Dinge, aber wenn ich dann tatsächlich ins Eingemachte gehe, die Sprache lerne und mit einer Bewerbung schreiben möchte, dann ist doch schon ja, ein Computer eigentlich so ein Nonplusultra. Ich meine, das sind jetzt nicht die besten Dinger. Es liegt natürlich an euch. Wenn ihr noch welche spenden wollt, könnt ihr gerne auch bessere schicken. Ich Wir sind musste, offen für genau, alle offen. Spender. Ich musste zweimal jetzt mit Linux installieren, weil das vom Betriebssystem einfach Sinn macht, kostet auch keine Lizenz. Das ist ja auch immer wichtig. Wir wollen ja die Kosten sparen. Einmal war Gott sei Dank einer dabei, der ist mit Windows sogar ausgestattet, Windows 10. Der wurde so gespendet. Also hier nochmal danke dafür. Wurde extra geschickt. Von daher bin ich da sehr, sehr zufrieden. Und jetzt hatten Sie eben angesprochen, Bewerbungen. Was muss man denn da machen, beziehungsweise wie geht das denn voran? Die können ja gar kein Deutsch. Also, wir haben festgestellt, dass viele der Teilnehmenden Englisch sprechen, was natürlich schon mal ein bisschen weiterhilft. Und wir merken auch, dass gerade die UkrainerInnen, die wir jetzt aktuell in unserem Kurs haben, sehr ehrgeizig sind und ganz schnell dazulernen, auch sehr viel privat zu Hause noch lernen. Und wir gehen im Moment davon aus, dass das relativ schnell geht, dass die tatsächlich auch fit sind, um sich hier zu bewerben. Also, ich finde das sehr beachtenswert, weil ich bin selber hier so ein Sprachlegastheniker, sage ich jetzt mal. Ich kann mal ein bisschen Schulenglisch kann ich so mitnehmen.
Und wenn ich so richtig informiert bin, ist ja, glaube ich, der Satzbau der Ukrainer komplett anders als im Deutschen. Können Sie da auch zu was zu sagen? Das der weiß Satzaufbau. Ich im Detail. Ja, das weiß ich ehrlich gesagt Ach, okay. gar nicht. Aber wie gesagt, fürs Erstellen eines CVs ist das erstmal unerheblich. Weil wenn wir da mit Englisch rangehen und dann beim Übersetzen helfen und je nachdem, in welchem Job die arbeiten wollen, ist ja Englisch auch eine gemeinsame Sprache, mit der man erstmal da vorangehen kann. Und einfach die Unterlagen so weit vorzubereiten, dass man, weiß ich nicht, die irgendwo einreichen kann oder sowas, das sind eigentlich die nächsten Schritte, die dann gemacht werden. Also ich muss das auch im alltäglichen Leben feststellen, bin ja aus der IT, klar. Bei uns ist natürlich Englisch auch immer eine gewisse Basis. Das heißt also, wir haben Kunden, die kommen bei uns rein und die setzen voraus, dass wir Englisch können. Was ich natürlich dann teilweise, sagen wir mal, interessant finde, weil wir sind letztendlich noch in Deutschland. Warum setzt er voraus, dass ich Englisch kann? Aber es ist halt so, ne? Der Anspruch ist da gewachsen. Und Gott sei Dank wachsen unsere Kinder und die nachfolgenden Generationen ja eher mit dem Verständnis auf, Englisch für sich so auch ins Herz zu schließen. Zu meiner Zeit war das noch nicht so. Mhm. Ne? Ich hatte 4 Jahre Englisch, ne? Das war und dann eher nur mit Widerwillen so ungefähr. Aber man hat sich natürlich soweit dann auch angeeignet. Also von daher finde ich Ihre Arbeit wirklich, wirklich auch wichtig. Und dass Sie dann jetzt sich diese Mühe machen, auch noch diese Verteilung zu übernehmen, das ist schon Hammer. Haben Sie sonst keine Hobbys? Man muss sich überlegen, man hilft ja jedem Einzelnen. Und derjenige, der den Rechner jetzt bekommt oder auch andere Dinge, der kommt einen Schritt weiter damit. Und insofern ist das immer ein Argument dafür zu helfen, auch wenn man denkt, ach ja, ich habe ja nur das oder ich ist ja nur eine Sache. Trotzdem, aber demjenigen, dem man damit helfen kann, für den macht es einen Unterschied. Und insofern ist Hilfe immer willkommen. Gibt es noch Lücken, die zu schließen sind, wo Sie sagen, wir könnten vielleicht das oder das noch gebrauchen, unabhängig vom Computer? Also was täglich gebraucht wird, sind Hygieneartikel in der Sammelstelle und Lebensmittel. Weil das sind einfach die Gebrauchsgegenstände, die schnell weg sind, die stark nachgefragt sind. Was wir nicht brauchen, sage ich auch an der Stelle, sind Kleidung. Da sind wir reich beschenkt worden. Von Bürgern, aber auch aus der Industrie. Also da sind wir gut versorgt. Aber Hygiene und Lebensmittel kann man auch auf unserer Website www.hisbi.de und auch auf der Facebook-Seite ist es oben angepinnt. Da werden die aktuellen Bedarfe immer benannt und da kann man auch dann im Detail nachgucken, welche Hygieneartikel, wenn man sich da was rauspicken will und das spenden will. Das kann man dann auch vorbeibringen an der Sachspendensammelstelle. Die Zeiten sind dort auch angegeben. Also das würde ich wirklich ganz oben benennen wollen. Besteht auch die Möglichkeit, Ihnen das per Post zu senden, weil meine Abonnenten sind ja nun mal deutschlandweit unterwegs oder bevorzugen Sie die Abgabe an der Sammelstelle? Also für uns ist es vom Handling natürlich einfacher, wenn die Sachen vorbeigebracht werden, weil man müsste es dann adressieren. Hierhin zu adressieren macht keinen Sinn, weil wir es ja dann von hier aus, je nachdem welchen Umfang das hat, dorthin bringen müssten. Und das würde natürlich enormen Aufwand dann wieder bedeuten. Also entweder würde man es dorthin schicken lassen oder wenn es Paletten sind, dann kann man sich natürlich auch verabreden und einen Termin ausmachen mit der Anlieferung. Also das ist kein Problem. Ja, ansonsten denke ich, ich kann auch Sachen entgegennehmen. Meine Adresse kennt er ja. Ich werde alle relevanten Links und Adressen werde ich natürlich unter dem Video hier in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr dann auch gegebenenfalls nachfragen, wenn ihr unsicher seid, anrufen, wie auch immer. Ja, dann würde ich sagen, meine Damen, recht herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und natürlich den edlen Spendern genau. Für die Rechner. Ja, vielen wunderbar. Dank. Dankeschön. Danke. Tschüss.